Willkommen zu einer neuen Folge Kummer Tutorials. Heute machen wir das erste Mal diese Strandbands. Ja, und ich habe mir heute ein einfaches Design ausgesucht. Das ist dasselbe, bloß anders angeordnet mit den Perlen. Und ja, heute könnt ihr euch mal ansehen, was das für ein Material ist, wie dieses Material funktioniert und ja, wie viel Spaß und wie einfach das eigentlich ist. So, also ihr legt es hier oben an. Bis unten hin und wieder zurück und schneidet das ab. Das ist eure Länge. So, wenn ihr es jetzt einfarbig macht, hier sind immer 6 Stränge dran. Also 6 einzelne Gummis. Und die könnt ihr einfach auseinanderteilen. So. Und ihr könnt aber auch mit 2 arbeiten oder wie gesagt mit ganz einzelnen. Und ich mache heute ein zweifarbiges und deswegen lege ich die 2 jetzt einfach weg und tausche die aus gegen farbige. Dazu nehme ich hier nämlich rosa. So, diesmal brauche ich es ja nicht ans Board anlegen, weil ich habe ja schon meine Vorlage. So, und kann jetzt hier auch einfach, wenn ich will, 2 Stück abschneiden. Das ist natürlich ein bisschen fummelig. Aber funktioniert auch. Dann habt ihr den Rest noch auf der Spule und könnt es wieder einwickeln und wegtun. So, als nächstes nehmen wir alle auseinander. So, jetzt suche ich mir einen Anhänger aus. Heute nehme ich mal den Stern. So, und jetzt nehme ich meine Bänder. 2 von denen und ein rosa, mache die durch meinen Stern. Natürlich gleich lang. Und bevor wir die andere Seite machen, spannen wir jetzt das, wo wir das so schön eingeteilt haben, links und rechts, spannen wir das hier oben ein. Einfach das Board hochklippen und den Stern einfach darunter tun. Über die Zacken einmachen. So, und wir arbeiten mit den rosanen äußeren und ich will, dass der Rest in der Mitte ist, also das Pinke in der Mitte ist. Deswegen lege ich die rosa nach außen. So, den restlichen Teil spanne ich jetzt einfach hier unten in meinem Board. Ruhig ein bisschen straffer, nicht zu locker und nicht zu straff, also da müsste man ein bisschen rumprobieren und dann bleibt das einfach so drin und ist gespannt. Und mit diesen 2 Schnüren arbeiten wir jetzt. Ihr fangt also an, euch vorher noch eine Perlensorte rauszusuchen, welche ihr gerne haben möchtet. Also wir fangen jetzt an und machen erstmal, habt ihr eine 4 oder ein F? Und jetzt nehmt ihr die andere Seite und fahrt einfach unten lang und drüben wieder durch die Schlaufe nach oben. Und zieht das nach oben fest. Und jetzt habt ihr einen Knoten. Dasselbe machen wir jetzt genauso umgedreht. Wir legen wieder eine 4, diesmal halt verkehrt rum. Nehmt die andere Seite und fahrt von unten nach oben durch den Knoten durch und zieht das Ganze gleichmäßig fest. Und das ist euer Knoten. Jetzt fädle ich natürlich eine Perle auf. Das geht durch diese Gummibänder sehr gut, weil die schön klein sind. So, einmal. Andere Seite. So, und jetzt fangt ihr wieder an. Eine 4 legen. Und durchfahren und festziehen. Nicht zu fest, ganz locker. Jetzt die andere Seite wieder eine falschrumme 4 legen. Unten durchfahren. Nach oben hin und gleichmäßig festziehen. So, und jetzt fangen wir wieder an, eine Perle drauf zu machen.
Und jetzt beginnen wir wieder von vorne. Eine 4 legen, unten durchfahren, gleichmäßig festziehen. Eine falschrumme 4 legen, unten durchfahren und festziehen. So, wie ihr seht, entsteht jetzt das Muster, also ganz einfach. Und das mache ich jetzt weiter und dann sehen wir uns wieder, wenn ich den Abschluss mache. Das ist natürlich jetzt nur ein Muster von tausenden, die ihr machen könnt. Also ihr könnt noch tausend andere Varianten machen und wie bei diesem hier, da seht ihr ja, das ist dasselbe Muster, bloß ich habe die Kugeln in die Mitte drauf gezogen, auf den, hier wäre das der pinke Teil, dass das Muster schon wieder komplett anders aussieht. Und ja, machen wir weiter. So, ich bin jetzt unten angekommen, ich kann jetzt nicht weiter runter gehen. Ich komme mit den Verhältnissen noch nicht ganz zurecht, wie lang welcher Strick sein muss. Aber ich fange ja auch gerade erst damit an und probiere mich auch gerade erst ein bisschen damit aus. Und vergesse das irgendwie aber auch immer wieder. Ja, ich mache jetzt hier einen Knoten. So, und das mache ich nochmal. Ich könnte das Ganze abmachen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und dasselbe machen wir jetzt einfach nochmal auf der anderen Seite. Das mache ich jetzt natürlich erstmal. Und danach sehen wir uns wieder, wenn ich das gemacht habe. Weil das Prinzip ist ja dasselbe. Ich fädel jetzt hier wieder meine Schnüre durch. Und webe das Ganze auf. Mit dem Muster. Und dann machen wir noch den Abschluss, beziehungsweise wie das ganze Ergebnis dann fertig aussieht. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, ich hätte eigentlich den Anfang, ich hätte die Rosa etwas länger machen müssen. Das weiß ich zumindest jetzt für das nächste Mal. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig. Ein paar cooles Armband. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wie lange so diese Bänder halten, aber ich werde mir ein Fußkettchen machen, beziehungsweise ein Kettchen, nur aus Gummis, was ich tragen werde. Und ja, ihr könnt es jetzt einfach um euer Handgelenk legen, macht ein Knötchen rein und ihr könnt es immer wieder aufziehen, weil es ist ja sehr elastisch. Und ja, ich hoffe, euch hat das erste Video dazu gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, wir sehen uns zur nächsten Anleitung. Ja, ich hoffe, ich konnte eure Vorfreude jetzt wieder ein bisschen mehr aufrechterhalten. Und ja, bis zur nächsten Folge.